ein einfaches Getreidekorn. Noch sieht man ihm nicht an, was alles aus ihm werden kann. Die griechische Mythologie sagt, die Göttin Demeter habe einst das Getreide aus anderen Kräutern herausgelesen und den Menschen gelehrt, wie man es verarbeiten kann. Heute besteht ein Großteil unserer Ernährung aus Getreide. Bis aus so einem Getreidekorn eine Pflanze mit Ähren wird, braucht es ganz schön lange. In der herkömmlichen Landwirtschaft möchte man dabei immer so viel Ertrag wie möglich aus dem Boden holen. Es gibt eine Form von Landwirtschaft, bei der geht es hauptsächlich darum, möglichst viel zu produzieren. Quantität steht dort vor Qualität. Diese Form von Landwirtschaft nennt man konventionelle Landwirtschaft. Wie schaffen die das eigentlich in der konventionellen Landwirtschaft, dass sie so viel produzieren? Dafür wird vor allem mineralischer Stickstoffdünger eingesetzt. Durch den Stickstoff wachsen die Pflanzen zwar schneller, aber ihre Zellwände werden dadurch auch weicher. Von dem Stickstoff verwertet die Pflanze aber nur 17%. Der Rest geht in den Boden, in das Wasser und in die Luft. Weltweit werden rund 100 Millionen Tonnen an mineralischem Stickstoff hergestellt. Für die 100 Millionen Tonnen Stickstoff werden rund 200 Millionen Tonnen an Erdöl benötigt. Die übermäßige Verwendung von Stickstoffdünger hat schädliche Auswirkungen auf das Klima, auf die Böden und auf das Wasser. Ein biologischer Bauer arbeitet ohne Chemie und hat es deshalb schwerer. Aber dafür schont er die Umwelt. Also wir bauen in erster Linie natürlich Kartoffeln an, auf die sind wir eher spezialisiert. Aber alles andere an Getreide ist Weizen, Roggen, Dinkel, Triticale. Und dann bauen wir noch an Erbsen, Ackerbohnen, zum Teil Sojabohnen. Und dann als Motor von unserer Fruchtfolge eben das Kleegras, das alle 5 Jahre circa auf der gleichen Fläche steht. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Klee- und Gräserarten. Und die dient dazu, das ist einfach ein Brachejahr bei uns. Das heißt, der ganze Aufwuchs bleibt auf der Fläche, wird vom Bodenleben umgebaut zu Humus, von dem sie einfach wieder unsere Fruchtfolge ernährt. Und dann brauchen wir eben Sorten, die relativ langstrohig sind. Das heißt, eine lange Getreidearten, ein Roggen ist zum Beispiel wesentlich besser als eine ganz kurze Sommergerste. Und dann gibt es auch eben bei Dinkel oder Weizen einfach Sorten, die sehr langstrohig sind, die man im konventionellen Landbau überhaupt nicht mehr will, weil die bei intensiver Stickstoffdüngung einfach schneller umkippen, ins Lager gehen bei einem schweren Gewitter. Allerdings bei unserer eigentlich fehlenden Stickstoffdüngung bleibt das Stroh stabiler und dadurch fällt es trotzdem nicht um, das Getreide. Und daher wollen wir eher die langstrohigen Sorten, die das Unkraut natürlich unterdrücken. Damit so ein Ökobauer überleben kann, braucht er Käufer, die bereit sind, etwas mehr Geld für die Lebensmittel auszugeben. Diese Käufer zu finden, ist nicht immer leicht, denn die LKWs sind Tag für Tag unterwegs und bringen billige Lebensmittel von weit her zu uns. Oh, ich hab Hunger. Hast du nichts zu essen dabei? Nein, hab ich nie. Was ist mit Frühstück? Komm ich nie dazu. Na dann gehen wir doch zum Automaten. Ja, was gibt's denn da so? Alles Mögliche. Lass uns doch einfach nachschauen. Ja. Genau, gehen wir einfach mal hin. Ja, als Ernährungsberaterin würde ich den Schülern natürlich sagen, dass sie sich lieber morgens ein gesundes Brot machen, das mit zur Schule nehmen, dass sie sich Obst waschen und das mitnehmen, vielleicht auch schon vorgeschnitten, ja, und dass sie einfach diese fertigen Sachen, die ja zum Teil wunderbar süß sind, ja, nicht aus dem Supermarkt holen, sondern gesunde Sachen mitnehmen. Wir alle können entscheiden, was wir essen wollen. Doch manchmal beeinflusst auch die Werbung, was uns gut schmeckt. Warum nimmst jetzt du lieber oder hast du am Buffet lieber Nutella genommen als den anderen? Weil der leckerer aussah, der Nutella-Aufstrich. Kannst du mir denn erklären, warum der leckerer aussah? Weil er bekannter ist.
Mein Lehrmeister Dr. Brucker sagte zum Beispiel immer, essen und trinken Sie nichts, wofür Werbung gemacht wird. Weil diese Dinge natürlich nicht fürs Leben notwendig sind. Damit das Ganze trotzdem gut schmeckt, werden oft Geschmacksstoffe und andere Zusätze beigemengt. Oh, jetzt habe ich echt Hunger und der sieht schon so lecker aus. Der sieht vielleicht lecker aus, aber weißt du, was da alles drin ist? Keine Ahnung, wo steht denn das vor? Geh mal her. Zutaten: Weizenmehl, Alpenmilchschokolade, Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Haselnüsse, Emulgatoren, Aroma, Kakao, pflanzliches Fett, Wasser, Zucker, Hefe, pflanzliches Öl, Roggenmehl, Traubenzucker, Speisesalz, Speisefettsäuren, Glukosesirup, Magermilchpulver, Volleipulver. Na, guten Appetit! Also im Moment, denke ich, weiß noch niemand ganz genau, wie man diese Zusatzstoffe bewerten soll, außer da, weil einfach im Moment ein richtiger Langzeitversuch an der Menschheit läuft mit diesen Dingen und wir wahrscheinlich in 30, 40 Jahren genau sagen können, was diese Zusatzstoffe bei Menschen bewirken. Genau genommen ist das Essen von Fastfood und billigen Lebensmitteln für niemanden wirklich gut, schon gar nicht für einen selbst. Ich stehe jetzt hier einen Haufen von Gärten, aber was ist an denen jetzt bitte schön so besonders? Das erste ist mal, dass es ein Gemeinschaftsgarten ist. Also das ist ja so, dass es hier Parzellen gibt, in denen die Leute gärtnern und hier dazwischen, wo wir stehen, der Rasen, die Bänke, die Bäume, es gibt eine Grillfläche, es gibt einen Kompostplatz, das ist alles Gemeinschaftsfläche und das nutzen die Leute gemeinsam. Die Erfahrung zeigt, dass die Leute, die in Gärten zusammenkommen, die verbindet was. Die verbindet vor allem die gemeinsame Arbeit, das gemeinsame Interesse. Und die Verbindung, die funktioniert im Garten eben sehr natürlich und ja, ganz beiläufig. Und die Leute, die haben damit irgendwie so ein bisschen was wie eine gute Nachbarschaft oder das ist ein bisschen wie in einem Dorf. Die Leute kennen sich alle. Wenn sie Probleme haben, können sie reden, können sich gegenseitig helfen. Aber warum machen sich die Leute hier die ganze Arbeit? Das können sie doch einfach einkaufen im Supermarkt. Können sie natürlich auch. Aber wie gesagt, zum Ersten ist es ein besonderes Gemüse, was es ja gar nicht gibt im Supermarkt. Und zum Anderen ist es so, wie jeder, der einen Garten hat, da weiß, was man selber anpflanzt, schmeckt besser und hat halt eine andere Qualität, als was man im Supermarkt kauft. Also wenn man sich mit natürlichen Nahrungsmitteln ernährt, wird man feststellen, dass man sich fitter fühlt, dass man mehr geistige Leistung bringt und dass der ganze Körper insgesamt positiv darauf reagiert. Wenn wir es schaffen, Lebensmittel so anzubauen, dass es uns und der Natur gut geht, dann entstehen dadurch auch schöne Plätze, an denen Menschen sich wohlfühlen. Thank you.